Also was wir hier sehen, ist der linke Vorhof. Das ist rechts im Bild. Dann haben wir zwischendrin, ich gehe mal mit dem Trackball drauf, ein Ventil, das nennt sich Mitralklappe. Und hier haben wir die große linke Kammer des Herzens. Das Herz ist letztendlich, wenn man so will, ein Vierkammer-Umweltpumpensystem mit zwei Vorhöfen und zwei Hauptkammern und jeweils vier Ventilen. Und wir haben einen großen Kreislauf, da kommt das mit Sauerstoff angereicherte Blut aus der Lunge in den linken Vorhof, geht dann über das Ventil Mitralklappe in die linke Kammer. Und jetzt kippe ich das Bild gerade, dass man auch den Ausflusstrakt sieht. Ich mache die Farbe weg. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass sich hier die Aorta öffnet mit der Aortenklappe. Das ist das zweite Ventil. Und da fließt das Blut wieder in den Körper. Wenn es durch den Körper durchgeflossen ist, kommt es über die Venen wieder zurück ins rechte System. Das ist hier leider etwas ausgekratzt, das sehen wir von der anderen Seite besser. In den rechten Vorhof, über das Trikuspidalklappensystem, in die rechte Hauptkammer, von dort aus in die Lunge. Und da ist das vierte Ventil angebracht, die Pulmonalarterie ist, ein Ventil im Gefäß zwischen Herz und Lunge, und von der Lunge kommt es wieder hier in den großen Kreislauf, sprich in den linken Vorhof, über die Mitralklappe in die linke Kammer und von dort wieder in die Aorta. Und somit haben wir dann einen großen Kreislauf geschlossen. Der rechte Kreislauf ist der Lungenkreislauf, deshalb auch der kleine Kreislauf, weil das Blut vom Herzen über die Lunge wieder zurück ins Herz fließt, und der linke Kreislauf nennt sich großer Kreislauf, weil es den langen Weg durch den Körper macht, bevor es wieder zum Herzen zurückkommt. Hier liegt das Herz auf der Seite, das heißt, ich habe den Vorhof rechts, die Hauptkammer links. Wenn ich eine andere Ansicht wähle, schauen wir jetzt in die linke Kammer hinein, da steht das Herz aufrecht. Wir schauen in die linke Kammer hinein. Das, was sich so bewegt wie ein Fischmäulchen, ist die Mitralklappe. Und wenn wir noch eine Etage höher gehen, da bewegt sich der Patient, wenn wir noch eine Etage höher gehen, haben wir hier die Aorta und den linken Vorhof. Und hier haben wir das vierte Ventil, was wir noch nicht gesehen haben, nämlich die Pulmonalklappe in der Pulmonalarterie drin. Schiebt uns das Lunge davor, da suche ich mir ein anderes Schallfenster. Und dann werde ich das nochmal mit Farbe darstellen, wie das Blut da entlang läuft. Und es ist immer einfach eine Flussmessung, dass ich weiß, und wo fließt Blut, in welche Richtung fließt Blut und gibt es Turbulenzen oder nicht. Die Turbulenzen erkenne ich an der Farbe? Ja, die Turbulenzen sind meistens bunt. Ich habe hier das Ganze sehr langsam eingestellt, weil die meisten Hunde, wenn man ganz genau hinguckt, eine klitzekleine Undichtigkeit an der Pulmonalklappe haben, die völlig normal ist. Das haben alle Hunde. Das nennt sich dann Flämmchen. Und das ist hier dann zu sehen, wenn ich den Strahl relativ langsam und sehr, sehr sensibel einstelle, dann kann ich hier eben dieses Flämmchen sehen, das ab und zu aufflackert. Hier, das ist eine völlig normale Insuffizienz der Pulmonalklappe. Okay. Wichtig ist von der rechten Seite, dass ich mir die ganzen Kammern angucke, beziehungsweise vornehmlich die linke Hauptkammer, die linke Vorkammer, die Mitralklappe. Bei ihm sieht man so erste kleine Verdickungen, und wenn ich die Farbe drauflege, auch eine kleine Undichtigkeit der Mitralklappe. Da sieht man jetzt relativ genau, das ist auch die Turbulenz, die man bei ihm hören kann. Das ist hier eben so ein wenig rund wird. Man kann das Ganze auf eine Zeitlupe darstellen, das machen wir jetzt einfach mal, damit auch das ungeübte Auge sieht, worum es hier geht. So.
wenn ich jetzt mit der Geschwindigkeit runtergehe, dann kann man auf dem Trackball genau sehen, wo diese klitzekleine Undichtigkeit ist. Und zwar läuft die dann hier zusammen. Kann man das erkennen? Ja, das geht gut. Jetzt ist sie zu sehen. Man hat sie ganz kurz hier gesehen. Ich mache sie nochmal einen Augenblick langsamer. Jetzt dieses bunte Fähnchen, was man gesehen hat. Und jetzt. Da haben wir den Jetbereich mit Trackball hängt. Ansonsten schaut man sich hier die Arbeit des linken Herzmuskels an, der letztendlich etwas über die Kraft des Herzens aussagt und wie gut das Herz hier pumpt. Und Olli ist ein sehr, sehr ruhiger Patient, er ist sehr relaxed, da sieht man nicht viel Bewegung, beziehungsweise keine häufigen Schläge. Er hat jetzt eine Herzfrequenz von 43 Schlägen pro Minute, das heißt, er ist eingeschlafen. Es gibt durchaus auch Hunde, die schlagen uns erstmal auf 140 Schläge pro Minute hoch. Da müssen wir natürlich deutlich genauer gucken, worum es da geht und was da los ist. Bei ihm ist das jetzt sehr entspannt und sehr, sehr langsam deswegen. So ein schönes Bild haben wir nicht immer, aber deshalb haben wir ihn als Patient ausgesucht. Wenn ich das Herz jetzt wieder in die Kurzachse lege, sodass es aufrecht steht und wir praktisch reinschauen in die Herzkammer, dann sehe ich wieder hier die Mitralklappe. Ich gehe hoch, versuche die Aorta so ein bisschen schöner zu schließen, sehe hier das, was so ein bisschen an einen Mercedes-Stern erinnert, das ist die Aortenklappe. Kann mir hier die Tricuspidalklappe nochmal anschauen und hier dann aus der rechten Hauptkammer herausgeht die Pulmonalklappe. In die Pulmonalarterie, wo das sauerstoffarme Blut ja wieder zurück in die Lunge gepumpt wird. So, das ist die rechte Seite. Also, wir sehen hier das Herz jetzt aufrecht stehend. Moment, schiebt er mir so ein bisschen Lunge ins Bild, deshalb sieht man es nicht ganz so schön. Ich versuche es mal zu korrigieren. Sorgt das jetzt wieder schön. Okay, also jetzt müssen wir umdenken. Links ist rechts und rechts ist links. Das heißt, das muskulöse linke Herz mit seiner Hauptkammer sehen wir jetzt gerade rechts oben. Hier die Mitralklappe als Zwischenventil und hier rechts unten den linken Vorhof. Und genau das gleiche für die rechte Seite gilt jetzt links. Links unten ist der Vorhof, hier die Tricuspidalklappe, die ich im Moment nicht so schön einstelle. Moment. Hier die Tricuspidalklappe und hier das rechte Herz, also beziehungsweise die rechte Kammer. So, hier sieht man sehr schön die Herzscheidewand, die Pumpbewegung, die Scheidewand der Vorhöfe. Und ja, wenn man nochmal zurückgehen will auf die kleine Undichtigkeit in der Mitralklappe, die der Hund hatte, dann können wir uns die anschauen als Undichtigkeit. Hier sehen wir sie wieder, wenn ich sie wieder langsamer stelle im Video, kann man auch mit bloßem Auge erkennen, dass wenn die Klappe zugeht und zum geschlossenen Zeitpunkt, wenn sie eigentlich dicht sein sollte, hier so ein buntes Fähnchen entsteht, das als Turbulenz hörbar ist beim Olli, zum einen und zum anderen eben sichtbar ist als klitzekleine Insuffizienz. Nichts Großartiges. So. Ja. Das war es eigentlich schon.